Willkommen bei einer neuen E-Mountainbike-Tour auf meinem Kanal. Ich stehe heute, wie ihr seht, so ein kleines bisschen mitten im Nirgendwo. Ich bin zwischen Kirn und Idar-Oberstein, habe aber, auch wenn das Ganze hier relativ langweilig wirkt, eine ganz spannende Tour eingeplant. Und zwar ist mein Ziel heute das Hosenbachtal. Das mag sich zwar ein bisschen verrückt anhören und natürlich auch unbekannt für die meisten, aber heute auf der Tour sind über 20 Kilometer Single Trails mit dabei. Und ich bin mir sicher, dass auf den 20 Kilometern auch ein paar richtig tolle Trails und Wege dabei sind. Ich freue mich richtig auf die Tour und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mit dabei seid. Kommt einfach mit aufs Bike. Meine Tour startet hier ganz gemütlich beim kleinen Ort Berschweiler bei Kirn. Das war der ideale Startpunkt, um ins Hosenbachtal und ja, die umliegenden Wälder zu starten, was nach der abenteuerlichen Dünnbachtour vielleicht ganz interessant ist. Was ich im Elsass noch nicht erwähnt hatte, ist, dass ich ja dort zwei ziemliche Ausfälle am Fahrrad hatte. Und zwar einerseits der Trigger, der nicht mehr am Lenker gehalten hat. Und darüber hinaus die eine Dämpferaufnahme, die ja irgendwann verloren gegangen ist. Das habe ich beides inzwischen auch wieder repariert. Es gab jetzt einen neuen Adapter, den ich bestellt habe für die SRAM-Schaltung am Shimano-Bremsgriff. Und natürlich eine Dämpferschraube an die Trails hier im Hosenbachtal, auf die wir bald kommen. Das sind ja zu großen Teilen ausgeschilderte Wege, Wanderwege, und ich habe mir heute noch mal einen Tag ausgesucht, wo wahrscheinlich nicht so viel los sein wird, was Wanderer angeht. Daher können wir es ja ganz sorglos angehen lassen. Und mir kommt es so vor, als wäre ja das Akkuschloss so langsam schon ein bisschen ausgeschlagen. Also mein Akku klappert lauter als bisher und ich muss unbedingt mal gucken, ob es da noch mal irgendeine Lösung gibt oder zumindest eine Möglichkeit, den Akku wieder ein bisschen besser zu befestigen, weil da sind alle meine anderen Anbauteile nichts dagegen. Heute ist übrigens mal wieder ein ganz kleines bisschen Stromsparen angesagt. Wir haben ungefähr 1200 Höhenmeter auf 50 Kilometern und ja, nachdem ich ja wirklich minutiös Buch führe über meinen Stromverbrauch an dem Fahrrad, weiß ich inzwischen, dass ich auf so einer Tour heute rein rechnerisch bei ungefähr 680 bis 700 Wattstunden Akkuverbrauch liegen müsste. Ja, jetzt bei der aktuellen Uhrzeit, so gegen 11:30, steht die Sonne schon so hoch, dass es hier im Wald manchmal ganz schön schwierig ist, sich zu orientieren, wenn der Wechsel zwischen Sonne und Schatten so extrem ist. Ich habe ja ebenfalls seit der Dünnbach-Tour die neuen Reifen verbaut. Das sind die Maxxis Dissector. Darauf war ich ja eingegangen in meinem Bericht über die Reifen, die ich vorher hatte, die Maxxis Recon. Aber ich denke, einen Bericht werde ich ebenfalls wieder machen, wenn ich hier meine 500 Kilometer gefahren bin mit. So, hier vorne haben wir die ersten paar Schilder, die uns zeigen, wo wir gerade sind. Niederwörresbach, da kommen wir gleich fast hin. Gerach, Hintertiefenbach, Fischbach, da kommen wir nachher durch. Und ein Kupferbergwerk, was bei Fischbach liegt, da kommen wir dran vorbei. Ja, so ein bisschen mitten im Nirgendwo hier, und das ist auch völlig in Ordnung so, weil wir ja wirklich uns nur die Trails anschauen wollen. Zu großen Teilen im Hosenbachtal, aber auch in den umliegenden Wäldern. So, hier geht es rein in den ersten kleinen Single Trail. Offensichtlich nicht nur bergab, sondern heute auch ein bisschen ja, Uphill dazwischen.
alles aktuell unfassbar trocken. Die Hitzewelle in diesem Sommer ist wirklich brachial und die Böden bekommen absolut kein Wasser. Und man merkt es an diesen Wanderwegen und Trails hier auch. Es ist einfach alles nur staubig. Dann geht es auch wieder aufs Rad und hier runter. So, hier vorne geht es rein in den nächsten kleinen Abschnitt. Eben mal noch einen Läufer durchgelassen. Ui. Oh, hier sind mal wieder einige Dornen am Start. Muss man immer ein bisschen aufpassen. Wenn alles immer auf den Weg hängt, ist das natürlich suboptimal. Ja, eindeutig ein ganz spaßiger Abschnitt hier runter. Klappert schön, scheppert schön. So, uns erwartet ein neuer Trail. Mal schauen, wie der so ausschaut. Oh, okay. Geht's richtig steil hoch. Hier ist schön ein kleiner Naturtrail. Manchmal noch ein bisschen zurechtfinden, weil die Wege auf der Karte nicht immer eins zu eins dementsprechend, was man vor Ort so sieht. Oh. So, kleine Traverse und weiter geht's auf dem schmalen Pfad hier. Das sieht ja richtig gut aus hier. Halt auch ein bisschen Dornen dazwischen, daher fahre ich das jetzt nicht immer so schnell. Und brennen das dann halt auch noch. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, lieber ich habe ein bisschen Gestrüpp dazwischen, als dass es im Herbst alles voller Blätter ist und man den Boden nicht mehr sehen kann. Steinfeld. Cool. Sehr, sehr cool.
Wie gesagt, wir sind heute nicht immer im Rosenbachtal, aber das hier ist es jetzt. Der Rosenbach fließt relativ weit unterhalb von diesem Pfad. Und heute geht es nicht unbedingt nur darum, da den Bach zu sehen, sondern die Wege hier drumherum zu befahren und darauf Spaß zu haben. Hier will ich jetzt ehrlich gesagt nicht den Abgang machen. Insbesondere, weil es hier gegenüber auch schon wieder Treppen hochgeht. Kriege ich auch Schiebehilfe? Danke. Hier komme ich doch dann, denke ich, auch wieder sinnvoll weiter. Also, bisher alles spannend, aber nicht unmöglich. Das ist ganz schön. Heute ist mein Timing für die Sattelstütze irgendwie nicht ganz so perfekt. Die muss nämlich öfter mal runter. Oh, okay. Immer schön aufpassen, wenn man Treppen runterfährt, nicht direkt so hart in die Bremsen reinlangen. Das kann schon mal böse enden. Ja, ich muss sagen, bisher ein voller Erfolg. Die meisten Pfade, die wir hier haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige Trails berghoch heute nicht ganz so spaßig werden, weil ja, die Temperaturen dann doch schon so ein bisschen an den Kräften zehren. Okay, dann mal rein hier. Ach Mist, hier sind noch mehr Treppen. Das sind also zumindest Stufen. Das Quietschen der Bremsen, was ihr hier hört, liegt daran, dass ich im Sommer noch mit Galfa-Bremsscheiben gefahren bin. Die wurden ja wirklich überall empfohlen, aber bei mir waren sie leider ab Werk schon total verzogen und ich habe mir auch zu dem Zeitpunkt nicht die Mühe gemacht, um sie gerade zu ziehen. Inzwischen habe ich wieder andere Bremsscheiben von Magura und habe mir auch die Zeit genommen, die ein bisschen zu begradigen und gerade zu ziehen. Und jetzt sind meine Bremsen auch wieder ruhig. Aber ihr werdet wahrscheinlich noch einige Videos aus dem Sommer sehen, wo meine Bremsscheiben ein bisschen Geräusche machen. So, immer wieder kleine Trailabschnitte. Oh, okay. Boah, und es ist echt schwierig in Worte zu fassen, wie die Sonne hier auf den offenen Gebieten steht, auf den nicht bewaldeten Feldern und Wiesen. Das ist richtig, richtig warm. Ja, parallel zum Forstweg gibt es hier diesen Wanderweg richtig gut.
Ich glaube, jetzt sind wir auch hier schon parallel bei Fischbach. Ich sehe die ersten Häuser hier direkt neben dem Pfad stehen. Schade. So Stufen lassen sich dann ganz gut fahren, muss ich sagen. Das läuft ganz gut. Viele Stufen heute. Richtig viele. Also völlig verwilderte Waldwege wie den hier, die mag ich eigentlich gar nicht so. Hier ist irgendwie immer Gestrüpp, Geröll, teilweise kleine Bachläufe. Hier steht dann auch beinhoch das Gras. Ja, beinhoch ist aktuell ein bisschen untertrieben. Hier kommen wir an einem noch aktiven Steinbruch vorbei, den Steinbruch bei Fischbach. Ja, der Weg hier führt offensichtlich an einem alten Teil des Steinbruchs vorbei. Hier ist nichts mehr los. Wir sind hier jetzt bei Niederwörresbach, aber auch nur, um zum nächsten kleinen Trail-Einstieg zu kommen. Aber damit ihr jetzt auch noch mal die Möglichkeit habt, so ein bisschen zu schauen, nachzuvollziehen, wo ich bin. Ja, der Trail, in den wir jetzt hier einsteigen, heißt Kupfer-Jaspis-Pfad. Ein gar nicht so unbekannter Wanderweg, wie es scheint. Relativ viele Fotos von diesem Einstieg auf Komoot. Daher schauen wir uns den mal an. Ich glaube, wir fahren den Pfad zu großen Teilen im Uphill. Daher mal sehen, was die Uphills so zu bieten haben. Hier waren auch teilweise Trail Ratings auf Komoot vermerkt. Hier war es im Downhill S1 Plus und im Uphill S2. Also mal schauen, ob das stimmt. Ja, aber anhand von dem Namen Kupfer-Jaspis-Pfad kann man ja schon wieder erkennen, dass es sich hier um einen Pfad handelt, der so ein bisschen zu diesem Kupferbergwerk, Kupferabbau hier gehört. Also das ist für die Region hier um Fischbach offensichtlich eine ganz wichtige Sache. So, und hier geht's rein in den ersten Abschnitt, der nicht nur nach Waldweg aussieht. Also mal anschauen. Hier komme ich vielleicht hoch. Ja. Gucken, die Stufen hier machbar sind. Ah, nee. Muss ich die letzte Stufe wohl doch noch schieben? Okay. Weiter geht's. Ah, steil. Also. Das hier sind die Uphill-Passagen. Also immer mal wieder kleine Herausforderungen auf den Wanderpfaden hier um Fischbach.
Aha. Und wie sagen wir bitte hier drüber? Tja, da liegen einfach mal drei Bäume auf einem ausgeschilderten Wanderweg quer. Das ist natürlich auch ein starkes Stück. Eieiei. Noch eins, zwei, drei Bäume mindestens. Ich glaube, ihr seht es ganz gut, dass dieser Pfad hier wirklich zu Teilen komplett verwildert ist. So, jetzt hoffe ich einfach mal, dass wir wieder auf einen Abschnitt kommen, der ein bisschen besser fahrbar ist. So, hier komme ich aber doch hoffentlich hoch. Ja, und jetzt geht's rein, wieder einen kleinen Singletrail-Anteil. Es wirkt zumindest so, als würde dieser Abschnitt von dem Wanderweg ja, alle paar Jahre mal freigeschnitten werden. Ich will mir nicht vorstellen, wie das hier aussehen würde, wenn hier wirklich nichts gemacht werden würde. Denn der Pfad hier ist wirklich schon relativ weit zugewachsen. Ich habe mir jetzt mal die Mountainbike-Karte auf Komoot eingeblendet auf dem Handy, damit ich mal nachvollziehen kann, woher diese ja, Trail-Ratings kommen. Hier steht bergab S1, bergauf S2. Ja, das sieht tatsächlich einigermaßen realistisch aus. Ja, idyllisch hier, kleiner Bachlauf, schöner, gemütlicher Pfad, toll. So, ich schalte jetzt mal ein paar Gänge runter und nutze mal die Schiebehilfe, um mir hier beim Runterschalten zu helfen. Weil hier sieht es nach einem Gegenanstieg aus. Ah, mit kleiner Bank. Ja, viele kleine Gegenanstiege dabei, also genau so, wie das von natürlichen Single Trails zu erwarten ist, echt schön. Hier
Hier in dieser kleinen Schutzhütte nehme ich mir mal die Option raus, um das Video in zwei Teile aufzuteilen. Wenn auf dem Hinweg bzw. auf dem ersten Teil dieser Tour genügend schöne Trailabschnitte mit dabei waren, die ich in voller Länge zeigen kann, dann wird das auf jeden Fall ein einzelnes Video. Und dann nehme ich euch auch im nächsten Video mit auf den zweiten Teil der Tour, wo wir mit Sicherheit auch nochmal eine Menge an tollen Single Trails mit dabei haben, die ich euch natürlich in voller Länge so gut es geht zeigen möchte. Und deshalb teile ich das Video hier in zwei Teile. Ich habe mich wirklich gefreut, dass ihr mit dabei wart. Es waren bisher wirklich tolle Single Trails und ich bin gespannt, wie es hier auf der Tour weitergeht. Ich hoffe, ihr schaltet dann auf dem zweiten Teil auch wieder ein. Ganz lieben Dank fürs Einschalten. Bis bald, euer E-Bike-Amateur.